Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Sandra Fröscher und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema PRINZ 2 in 60 Minuten. Surfview möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der Vortrag wird etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chatfunktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator, sprich zu mir. Fragen zur Technik werden direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrages die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden Ihre Fragen schriftlich beantwortet und Ihnen per E-Mail zugeschickt. Ihr heutiger Dozent für dieses Thema ist Herr Michael Weber. Er ist ausgewiesener Spezialist und erfahrener Berater und Trainer in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an meinen Kollegen und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Vielen Dank, liebe Sandra. Auch von meiner Seite, meine Damen und Herren, einen wunderschönen, ja, guten Vormittag darf man jetzt schon sagen und herzlich willkommen auch von mir zu dem heutigen Webinar mit dem Titel PRINZ 2 in ja, circa 60 Minuten zusammengefasst. Wie die Kollegin schon gesagt hat, wir werden keine 60 Minuten ganz benötigen. Wir möchten Sie insgesamt maximal nur 60 Minuten jetzt auch in diesem Webinar hier unterhalten. Ja, nochmal ganz kurz auch von meiner Seite der Hinweis dazu, dass wir, wenn es Fragen auftauchen, wenn Fragen während des Webinars auftauchen werden, dass Sie diese Fragen direkt in der Chatfunktion fragen können. Die inhaltlichen Fragen werden wir, je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende übrig haben, am Ende noch kurz durchsprechen. Auf jeden Fall alles, was technisch ist, wenn etwas nicht funktioniert, da kann die Kollegin Sandra Fröscher auch jederzeit hoffentlich etwas dazu sagen. Kleinen Hinweis, würde dann sozusagen ganz kurz mich unterbrechen. Ich selber sehe das, was über die Chatfunktion kommt, in meiner Ansicht hier auch nicht. Daher kann ich mich auf das, was ich Ihnen vorbereitet habe, hier auch konzentrieren. Ja, wie gesagt, PRINZ 2, einmal zusammengefasst in 60 Minuten. Vielleicht vorab erstmal zwei, drei Worte zu der Person, die Sie vor sich haben. Michael Weber bei Name, bin 39 Jahre alt, mittlerweile seit knapp 10 Jahren bei der Firma Surfview tätig. Ich beantworte dort im Bereich des Programmportfolio Projektmanagements, also da stecken alle unsere Methoden, die wir im Trainings- und Beratungsportfolio haben, hinter Projektmanagement mit PRINZ 2, wo wir heute ja unser Thema auch aushaben, Programmmanagement mit MSP, Risikomanagement mit MOR, MOP, Portfolio-Management, all diese Themen, damit beschäftige ich mich. Ich bin selber als Berater unterwegs, bin auch noch als Projektmanager bei Kunden vor Ort, bin aber mehr oder minder auch bei der Surfview jetzt ganzheitlich übergreifend dafür verantwortlich, mit den Kollegen diese Themen in die Beratung zu transportieren und direkte Ansprechpartner auch für Kunden von außen, wenn es um diese Themen geht. Selber bin ich auch als Trainer unterwegs in den ganzen Produkten PRINZ 2, das schon seit, ja, das müsste um die 8 Jahre auch sein und neuerdings seit letztem Jahr auch in dem Bereich PRINZ 2 Agile. Ein Part, den ich heute auch hier mit unterbringen werde. Ja, soviel zu meiner Person. Dann gebe ich Ihnen eine ganz kurze Übersicht, wie das Webinar heute aufgebaut ist, welche Inhalte wir uns anschauen. Das Webinar heißt ja PRINZ 2 in 60 Minuten. Das heißt, wir gehen hier grundsätzlich auch erstmal darauf ein, was ist PRINZ 2, was ist Bestandteil dieser Projektmanagement-Methode und wie ist sie aufgebaut. Dadurch, dass wir nicht nur das klassische PRINZ 2 mittlerweile haben, sondern auch eine angepasste Version an ein spezielles Umfeld, das Agile, werden wir erstmal uns kurz anschauen, was letztendlich PRINZ 2 ist und wie es zu diesem Agilen on top in Anführungszeichen kam. Dazu erstmal ein paar weitere Grundlagen von PRINZ 2. Wir schauen uns die sogenannten Grundprinzipien, Themen und das Prozessmodell an, aus dem dann sehr gut ableitbar ist, wo der zentrale Fokus auch von diesem Agilen on top Ansatz für PRINZ 2 Agile ist. Denn es ist nichts anderes als eine Anpassung an das Projektumfeld, die Art und Weise, wie bestimmte Sachen im Projekt umgesetzt werden können. Dann schauen wir uns dahingehend die agilen Werte, so ähnlich wie wir die Grundprinzipien in PRINZ 2 haben, haben wir dort agile Werte definiert, schauen an, welche agilen Frameworks dort adressiert werden und werden das am Ende des
Webinars noch einmal zusammenfassen, wieso sich das am Ende des Tages wunderbar ergänzt. Das sozusagen erstmal unsere Übersicht und Agenda. Dann lassen Sie uns doch direkt starten mit ein paar Hintergrundinformationen, seit wann es Sprints gibt, seit wann das auch bei uns auf dem Markt bekannt ist und vor allem seit wann es auch diesen agilen On-Top-Ansatz gibt. Sprint, oder wir können jetzt auch gerne schon Sprint 2 nehmen, von seinen Grundlagen wurde es in den 70er Jahren mit der Privatwirtschaft in Großbritannien entwickelt. Wurde Anfang der 80er Jahren im Rahmen von IT-Projekten der britischen Regierung entdeckt, in Anführungszeichen, und dahingehend, in Anführungszeichen, auch übernommen und im Rahmen der Best-Practice-Initiativen, sprich Methoden, die sich auf dem Markt bewährt haben, dokumentiert und weiterentwickelt und dahingehend auch daraus auch publiziert. Ursprünglich, ganz am Anfang, steckte da auch noch gar nicht der Begriff Sprints hinter, sondern ursprünglich hieß die Methodik auch zunächst erstmal PROMT für Project Organizations and Management Technique und wurde, nachdem es von der britischen Regierung übernommen wurde, zu PRINCE umgetauft. PRINCE steht ganz einfach für heute Projects in Controlled Environments oder in a Controlled Environment, also sprich ein Projekt, das in einem gesteuerten Umfeld stattfinden sollte. Für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung auch dessen, denn es sagt genau das, was wir uns unter einem Projekt vorstellen. Es sollte ein gesteuertes Umfeld sein, um eine bestimmte Zielsetzung zu erreichen. Ursprünglich stand es übrigens gar nicht für Controlled Environment, sondern in der CCTA Environment. Das war damalige Stabsstelle der britischen Regierung, die das alles tat. Man hat es dann aber auch durch einen Wettbewerb umgetauft, um es allgemeingültig zu machen. Es war ursprünglich eine reine IT-Projektmanagement-Methode, hat sich aber auch für Projekte außerhalb der IT bewährt und man entschied sich dann in den 90er Jahren, dieser Sprint zu einer allgemeinen Projektmanagement-Methode weiterzuentwickeln und diesen starken IT-Bezug zu entfernen und daraus eine allgemeingültige Projektmanagement-Methode zu machen. Und dort hat man dann an die Methodik die 2 hinten angestellt. Also es ist in dem Sinne, wie viele Leute verstehen, immer eine oder beziehungsweise es ist keine Versionierung, sondern es ist die Beschreibung des nächsten Schrittes letztendlich in der ganzheitlichen Entwicklung des PRINCE-2-Ansatzes. Ja. Insofern kann man sich fast vorstellen, es gibt immer so die Frage, schon gibt es mal ein PRINCE-3 aus der IT in die vollständige, ganzheitliche Welt, dann ist die Frage, wohin für eine Argumentation für ein PRINCE Nummer 3 zu bekommen. Nein, ich gehe davon, fest davon aus, dass wir weiterhin mit einem PRINCE 2 arbeiten werden. Was steckt hinter PRINCE 2? Es beschreibt ein Modell, ein Prozessmodell für Projektmanagement. PRINCE 2 hat weniger als, wie es beispielsweise beim PMBOK, des PMI, amerikanischen PMI, oder der Ausbildung bzw. der Methoden auch der IPMA, weniger den reinen Projektmanager im Fokus, den Projektmanager zu bilden. Es ist ein logisches, methodisches Prozessmodell, was für eine Organisation oder auch organisationsübergreifendes Arbeiten, was sehr üblich in einem Projekt ist, ein Vorgehensmodell beschreibt. Ein Vorgehensmodell, wie agiere ich richtig in einem Projekt, beziehungsweise was hat sich seit langer Zeit bewährt, richtig in einem Projekt zu agieren, und das ist in diesem Modell beschrieben. Es bezieht sich nicht nur auf einen Prozess, also ein Prozessmodell, sondern dieses Prozessmodell benötigt ja auch an spezifischen Punkten gewisse Inhalte, Themenbereiche, und alles das wird innerhalb von PRINCE 2 abgebildet. Der Fokus von PRINCE 2 insgesamt liegt aber eher auf der übergreifenden Steuerung eines komplexen Projektes. Das, was die tatsächliche Umsetzung im Projekt bedeutet, also sprich das Umsetzen von Arbeitspaketen, wie das letztendlich auch geschieht, das ist nicht der Fokus von PRINCE 2. Dort wird das nur rudimentär beschrieben durch einen einfachen Prozess, dass Arbeiten beauftragt werden müssen, Arbeiten überwacht werden müssen und wieder entgegengenommen werden müssen, wie letztendlich diese Arbeiten auszuführen sind im Detail, was für Methoden, für Techniken es dort gibt. Das beschreibt PRINCE 2 in seinem ursprünglichen Werk nicht. Aber genau auf dieser Ebene
sind ja häufig auch die Fragen, wie macht man das Ganze? Und dort hat sich in den letzten Jahren sehr stark auch bewährt, mit agilen Techniken zu arbeiten. Scrum als das Schlagwort letztendlich zur Entwicklung auch von unterschiedlichen Produkten aus der Softwareentwicklung kommend, aber heutzutage in vielen Bereichen der Produktentwicklung eingesetzt, beschreibt dann letztendlich auch das Vorgehen, wie Arbeitspakete umgesetzt werden. Das ist ja im normalen Prinz nicht beschrieben, ist aber in Scrum beschrieben. Wie das zueinander passt, was auch fantastisch zusammenpasst, weil sehr ähnliche Philosophien auch der Produkte dahinter stecken, das wird seit 2015 mit einem eigenen zusätzlichen Handbuch auch im Detail beschrieben. Man hat das Prinz zwar Agile genannt. Es ist eine Beschreibung der zentralen agilen Frameworks, Techniken und Konzepte, die aggregiert mit Prinz 2 in einem komplexen Projekt auch ein agileres Arbeiten ermöglichen. Ein, finde ich persönlich, sehr, sehr wertvolles Werk, weil es viel von dem beschreibt, was man über die letzten Jahre auch ja schon praktisch angewandt hat in der Kombination von bestimmten Technologien im Rahmen einer Projektmanagement-Methodik im Allgemeinen. Daher ein sehr zukunftsversprechendes Produkt, weil es auch tatsächlich das abbildet, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ja, das mal ein wenig als Hintergrund, Entstehung, woher Prinz 2 gekommen ist. Es ist heute nicht mehr ganz so nebenbei in der Eigentümerschaft der britischen Regierung. Das wurde ja 2013 in einem Joint Venture, ja, in Anführungszeichen outgesourced. Die britische Regierung ist nur noch mit 49% daran beteiligt. Es wurde etwas mehr in ein kommerzielles Unternehmen gebracht, was aber auch den großen Vorteil daran hat, dort wird jetzt mittlerweile einer etwas stärkeren Vehemenz und mit einem stärkeren Fokus auch auf der Weiterentwicklung dieser Frameworks der Fokus drauf gesetzt. Ja, wie sieht Prinz 2 vom Aufbau grundsätzlicherweise aus? Es werden zunächst einmal Grundprinzipien beschrieben. Grundprinzipien kann man ganz allgemein als Grundwerte beschreiben oder auch Erfolgsfaktoren, einfache Tatsachen, die gegeben sein sollten, dann hat man aus der Erfahrung festgestellt, sind Projekte erfolgreicher abzuwickeln. Der eigentliche Ablauf des Projektes folgt in der Regel immer einem ähnlichen Verfahren. Dieses Verfahren ist beschreibbar. Vor einem Projekt müssen Dinge getan werden, zu Beginn eines Projektes müssen Dinge getan werden, im Projekt müssen Dinge getan werden, am Ende des Projektes müssen Dinge getan werden. Das lässt sich sehr gut in ein allgemeines Prozessmodell bringen. Und auch dazu hat Prinz 2 ein sehr ausgefeiltes Prozessmodell entwickelt. Im Ablauf finden natürlich bestimmte fachliche Aspekte Anwendung. Wie sieht eine Organisationsstruktur beispielsweise aus? Wie führe ich Risikomanagement durch? Alles das muss im Detail ja auch beschrieben werden. Und dazu gibt es Themenblöcke im Rahmen von Prinz 2. Das sind erstmal drei Grundelemente, die den eigentlichen Inhalt bereitstellen. Das vierte Element, man spricht bei Prinz 2 von Bausteinen, nennt man hier Anpassen an die Projektumgebung. Das sieht man gleich auf der nächsten Folie übrigens auch noch als ein sogenanntes Grundprinzip. Aber um was geht es letztendlich bei dem Anpassen? Es geht im Endeffekt darum, dass Prinz 2 schon seit jeher, der Begriff Flexibilität wird ja immer so ein bisschen mit Agil in Verbindung gebracht, dass Prinz 2 schon seit jeher eine sehr hohe Flexibilität hat. Es ist nämlich damit jede Art und jedes unterschiedliche Umfeld eines Projektes ist damit abbildbar, ist damit steuerbar. Ich kann damit kleine Projekte steuern, ich kann damit wirklich auch sehr große Projekte steuern. Skalierbarkeit als ein Schlagwort hier zu sehen. Dazu muss ich natürlich wissen, wie passe ich zum Beispiel die Rollenbesetzung an, sprich welche Rollen sind kombinierbar, welche Rollen sind nicht kombinierbar, welche Aktivitäten können gemeinsam zu Inhalten im Projektablauf führen und, und. Das wird, so wie es sich über die letzten Jahre auf dem Markt entwickelt hat, auch tatsächlich im Rahmen der Literatur beschrieben, ganz konkrete Beispiele gemacht. Viele kennen vielleicht sogar solche Situationen, dass man in Projekten zwei Projektmanager plötzlich sieht, aber letztendlich für den eigentlichen Sinn sind die Rollen, stecken dahinter zwei völlig unterschiedliche Zielsetzungen und eigentlich auch unterschiedliche Rollen. Dass man sie aber komischerweise beide gleich nennt, das ist ein typisches praktisches Beispiel auch der Anpassung im praktischen Umfeld.
Solche Sachen werden in der Literatur tatsächlich auch unter Anpassen an die Projektumgebung beschrieben. Ein weiterer Faktor des Anpassens an die Projektumgebung ist dann auch, mit weiteren Methoden zu kombinieren, beispielsweise auch in der Umsetzung. Und das ist dann das Thema, wo wir Prinz 2 mit anderen, mit weiterführenden, auch mit detaillierenden Frameworks kombinieren können. Und da spielt beispielsweise jetzt auch das ganze Thema Prinz 2 Agile eine Rolle. Wenn es um die Umsetzung geht, können wir Scrum beispielsweise als ein typisches Framework verwenden, welches die Entwicklung steuert. Wir können zur Steuerung unseres Arbeitsflusses mit Kanban arbeiten. Das sind alles grundsätzlich agile Frameworks, die hier auch im Rahmen der Anpassung in der Umsetzung angewandt werden können. Aber dazu kommen wir ein klein wenig später nochmal, da habe ich auch ein paar Sachen noch vorbereitet. So, von der Form ist Prinz 2 erstmal aufgebaut. Wir haben vier grundsätzliche Bausteine, wobei gerade dieser letzte Baustein die wirkliche Flexibilität und Anpassbarkeit der Methodik an jegliches Umfeld in Projekten ermöglicht. Lassen Sie uns mal einen Blick auf diese sogenannten Grundwerte legen. Sie beschreiben letztendlich die Philosophie der Methode. Sie beschreiben das, was zu berücksichtigen ist, das, was wichtig ist, um ein Projekt am Ende des Tages auch erfolgreich durchführen zu können. Ich bezeichne diese Prinzipien auch sehr gerne als Erfolgsfaktoren, weil das sind praktische Erfahrungen, die man gemacht hat. Das nennt sich ja ein Best Practice, etwas Bewährtes, wo man festgestellt hat, auf solche Dinge sollte man sich konzentrieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt erfolgreich durchgeführt wird und ein auch entsprechend erfolgreiches Ergebnis mit sich bringt, weitaus höher, als wenn ich nicht auf so etwas achte. Sieben Grundprinzipien gibt es dafür. Das erste nennt sich fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung. Hierin versteht ganz einfach, dass ein Projekt einen Grund benötigt. Der Grund muss erkennbar sein. Ein Projekt sollte die Zielsetzung haben, nicht nur ein Ergebnis zu finden, sondern auch nachhaltig etwas an Vorteilen für den Kunden bringen. Darauf ausgerichtet zu sein, das ist der Grundgedanke des Prinzips fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung. Ich muss es auch jederzeit im Projekt erkennen, dass es Sinn macht, das Projekt gestartet zu haben und dass es auch Sinn macht, es weiterzumachen. Ich denke, sehr, sehr logisch nachvollziehbar. Lernen aus Erfahrungen. Sagt sich so einfach, aber den Fokus auch darauf zu legen, dass ich beispielsweise mein Projekt in Phasen einteile, am Ende einer Phaseeinteilung durchführe und schaue, ist es denn noch auf dem richtigen Weg oder beispielsweise in Verbindung auch mit dem ersten, ist die Rechtfertigung nicht mehr vorhanden. Was für gute Dinge haben wir erlebt? Was ist positiv gelaufen? Was ist negativ gelaufen? Wie können wir das im weiteren Fortschritt des Projektes verbessern? Das steckt hinter diesem Prinzip. Nummer 3. Die Rollen und Verantwortlichkeiten. Für mich persönlich ist damit das wichtigste Prinzip, dass ich ein klares Set an Rollen im Rahmen meines Projektes definiert habe, das notwendig ist. Ich brauche einen Auftraggeber, ich brauche einen Projektmanager und dass ich da auch natürlich die richtigen Verantwortlichkeiten für definiert habe und die richtigen Leute draufsetze. Denn die richtigen Entscheidungen auch zum richtigen Zeitpunkt im Projekt zu treffen, ist ein wichtiger Faktor. Dazu brauche ich definierte Rollen und Verantwortlichkeiten. Wir haben ein Prinzip, das nennt sich Steuern über Managementphasen. Damit meint man ganz einfach, ein Projekt ist einfacher steuerbar, wenn ich es in sogenannte Managementphasen einteile, in Abschnitte einteile, über denen bzw. bei denen dann am Ende eine Bewertung steht. Eine Bewertung, die auch bedeuten kann, dass das Projekt nicht mehr fortgeführt wird. Das eigentliche übergeordnete Management beschäftigt sich mit dem Projekt. Über den Managementphasen steht auch das Konzept, eine Detailplanung erst dann zu finalisieren, nicht erst zu machen, aber zu finalisieren, kurz bevor wir mit dem nächsten Abschnitt loslegen. Das sind solche Grundgedanken, die in Prinz 2 mit verwoben werden, wenn es dann auch um das Thema Bereitstellen von Plänen bzw. um die Planung geht. Steuer nach dem Ausnahmeprinzip. Das ist vielleicht vielen Leuten unter dem Begriff Management by Exception bekannt, eher vielleicht im englischen Begriff. Hier geht es ganz einfach darum, dass Eskalationen nur dann notwendig werden sollten, wenn es tatsächlich zu wirklichen Ausnahmesituationen kommt. Und Ausnahmesituationen sind Situationen, die zuvor nicht eingeplant waren. Jetzt könnte man sagen, klar, im Projekt kommt es ständig zu Ausnahmesituationen, aber hier wird noch etwas weiteres der Ausnahmesituation on top gegeben, und zwar das bewusste Arbeiten mit Toleranzen. Also das bewusste Arbeiten auch mit Freiräumen ist ein sehr interessantes Stilmittel, ist teilweise, gerade wenn es um Zeiten und Kosten geht, nicht einfach einzusetzen, aber hierin steckt ganz einfach der Gedanke,
Man hat in der Regel immer in Projekten irgendwo Freiräume, Toleranzen. Und man geht mit diesen Dingen im Rahmen dieser Philosophie offen und bewusst um und schafft damit einen Handlungsspielraum für die Umsetzenden auf unterschiedlichen Ebenen und schafft damit auch eine Form von, sagen wir, Motivation, Freiräume selber nutzen zu können. Und am Ende des Tages, wenn diese Freiräume auch mal genutzt werden müssen, benötige ich, solange ich innerhalb meines Raumes bin, keine Eskalation, wenn etwas nicht unbedingt genau am zweiten Tag fertig ist, wenn ich von 2 Tagen arbeite, aber einen Puffer von einem Tag drauf habe und der mir bewusst zugewiesen wurde. Das ist ein ganz hochinteressantes Konzept, hier auch mit Zeiten und Kosten verwendet, im Rahmen von Qualitäten, sprich im Sinne von Anforderungen, macht man sowas eigentlich seit jeher, dass auch Toleranzen, wenn es um Inhalte geht, auch beispielsweise in der Produktion bei Werkstücken, geht es teilweise ja gar nicht anders, ohne mit solchen Toleranzen zu arbeiten. Dann haben wir das Konzept der Produktorientierung. In der Philosophie von Prinz 2 ist das, was Sie schaffen im Rahmen des Projektes, als ein Produkt gesehen. Hat den großen Vorteil, wenn ich etwas als Produkt betrachte, dann ist es tangibel, dann ist es greifbar. Alles, was greifbar ist, ist besser beschreibbar. Was besser beschreibbar ist, ist besser spezifizierbar. Und je besser meine Spezifikation, desto besser kann ich dann im Projekt meine Ergebnisse erzeugen. Also hier liegt im Kern der ganzen Methodik, sich zunächst erstmal auf das, was zu schaffen ist, zu konzentrieren, das zu analysieren, zu beschreiben und daraus dann die eigentliche auch aktivitätenbasierte Planung erstmal abzuleiten. Das steckt hinter dem Grundgedanken der Produktorientierung. Das hört sich für viele, ja klar, so an, mache ich ja sowieso. Hier steckt ein gewisser Formalismus hinter, um das ganze Thema auch abzusichern. So werden aber auch am Ende des Tages Projekte tatsächlich erfolgreicher, wenn man sich etwas stärker fokussiert, auch auf die Antworten zu Beginn konzentriert. Und als siebtes Grundprinzip, wie schon eingangs in der Folie zuvor gesagt, das Anpassen an die Projektumgebung ist ein Baustein, der mir ganz klar empfiehlt, was man machen kann. Hier dürfen Sie es bitte als ein Prinzip sehen, als eine Grundregel, als einen Erfolgsfaktor. Denn dadurch, dass jedes Projekt anders ist, müssen Sie die Anpassung in jedem Projekt jedes Mal auch anders betrachten. Jedes Projekt ist anders und verdient die angepasste Form der Steuerung. Es verdient die richtige Kombination auch von Rollen. Und damit meine ich auch, wie Rollen zusammengebracht werden, welche Rollen von Personen gemeinsam erbracht werden können oder ob es nur notwendig ist, Rollen tatsächlich wirklich einzeln zu besetzen. Diese Philosophie im Detail für das entsprechende Projekt anzupassen und anzuwenden, das ist wichtig für den eigentlichen Erfolg eines Projektes, deshalb auch als ein sogenanntes Grundprinzip hier dokumentiert. Das nennt man Anpassen an die Projekte. Ja, Grundprinzipien auch als Erfolgsfaktoren gesagt zu sehen. Diese Grundprinzipien sind das eine, das fachliche Wissen, um ein Projekt auszuführen, unabhängig davon, dass ich einen Ablauf habe, einen definierten Ablauf, einen beschriebenen Ablauf habe, das fachliche Grundwissen schafft man dann über die sogenannten Themen. Die beschreiben mir bestimmte Aspekte des täglichen Projektmanagements im Detail. Da haben wir auf der einen Seite den Business Case. Gehört zu der Philosophie der Rechtfertigung. Der Business Case ist dann sozusagen die Form, in der die Rechtfertigung beschrieben wird. Es wird ein Dokument sein, dieses Dokument wird bestimmte Informationen pflegen, das kann auch eine reine Wirtschaftlichkeitsberechnung sein, Kosten-Nutzen-Berechnung, aber auch weitaus mehr, wenn es um strategische Rechtfertigung beispielsweise eines Projektes geht. Es soll eine Rechtfertigung erkennbar werden lassen. Das ist die Zielsetzung hinter dem Business Case. Wir haben das Thema Organisation. Das Definieren eines Organisationsmodells, einer Organisationsstruktur, der Definition von Rollen, der Beschreibung von entsprechenden Verantwortlichkeiten für die Rollen, einer Beschreibung, welche Rollen kombinierbar sind, welche nicht. Alles das ist detailliert im Thema Organisation zu finden. Wir haben das Thema Qualität. Ich habe das Thema so ein bisschen mit Planung und Steuerung der Projektzielsetzung. Beim Thema Qualität geht es ganz einfach darum, wie beschreibe ich denn meine Anforderungen? Wie dokumentiere ich meine Anforderungen und wie sorge ich für die Umsetzung der Anforderungen in wirkliche Prüfungen? Was mache ich dann aber, um sicherzustellen, dass die Qualität den Anforderungen entspricht, entsprechende Prüfungen durchzuführen? Dass das so getan wird, wie man das machen kann, beschreibt das Thema Qualität im Prinzip. Wir haben dann ein Thema, das nennt sich Pläne. Das heißt bewusst auch nicht planen,
Weil es geht nicht einzig und allein um das Planen, sondern es geht darum, dass das, was beim Planen auch entsteht, ja dokumentiert wird. Und das sind in der Regel unterschiedliche Arten von Plänen. Das sind auch unterschiedliche Ebenen von Plänen. Die meisten Leute kennen den Begriff Meilensteinplan zu Projektplan. Ein ähnliches Konzept haben wir auch, Projektplan zu Phasenplänen. Wir gehen hier in die Detailplanung für die Phasen, haben einen übergeordneten allgemeinen Projektplan und werden auch eine Phasenplanung immer erst dann finalisieren, kurz bevor wir bei der eigentlichen Phase auch, auch angekommen sind. Das ist so ein Grundgedanke, was übrigens auch größtenteils aus dem agilen Umfeld kommt, zum spätestmöglichen Zeitpunkt die Planung durchzuführen, weil ich sie damit sicherer mache, verlässlicher mache. Wir haben das Thema Risikomanagement mit dem Themenblock Risiken. Risikomanagement ist ein hochwichtiger Faktor für erfolgreiches Projektmanagement. Sich darüber vorzeitig schon oder frühzeitig darüber Gedanken zu machen, was könnte mich denn in meinem Projekt beeinflussen, negativer, aber auch positiver Natur. Darauf vorbereitet zu sein, Maßnahmen schon identifiziert zu haben oder vielleicht bestimmte Aspekte gänzlich, die einen negativ beeinflussen könnten, mit hoher Wahrscheinlichkeit gänzlich im Projekt zu eliminieren. Das deckt das Thema Risiken. Wir haben das Thema Änderungen als einen Faktor, der Projekte ja sehr häufig ja, aushebelt, denn Änderungen werden im Projekt nicht verhinderbar sein. Änderungen führen sehr häufig dazu, dass Projekte aber ja, dann nicht unbedingt am Ende des Tages mehr erfolgreich sind, weil sie gehen in das Thema Budget, sie gehen in das Thema Zeit hinein und. Es geht um den richtigen Umgang mit Veränderungen. Es geht um das richtige Steuern von Veränderungen, das Entgegennehmen von Veränderungen, das Dokumentieren, das Bewerten, das auch richtig entscheiden lassen. Die Fragestellung aus, wer muss denn was entscheiden? Auch solche Aspekte sollte man sich zu Beginn des Projektes überlegen. Das beschreibt alles das Thema Änderungen im Detail. Und last but not least haben wir ein Thema, das nennt sich Fortschritt. Das Thema Fortschritt ist weniger gut greifbar als die anderen sechs Themen. Die sind übrigens wieder mal sieben. Die Zahl sieben spielt hier eine größere Rolle. Das Thema Fortschritt ist darauf fokussiert zu beschreiben, wie ein Projekt letztendlich im Allgemeinen im Sinne des Projektmanagements besser organisiert werden kann. Ich habe es hier mal überschrieben mit dem Thema Steuerung des Projektfortschrittes. Natürlich ist das Projekt fortschreiten. Wie mache ich das? Wie kann ich so etwas einfacher steuerbar machen? Einfaches Thema ist, ich teile mein Projekt in Phasen ein, weil da mache ich es überschaubarer, greifbarer, kürzere Zeitintervalle lassen sich besser abschätzen, abgrenzen, planen. Das ist ein Aspekt zum Beispiel, um das Thema Fortschritt besser im Projekt in den Griff zu bekommen. Ebenso verhält es sich mit diesem Konzept der Toleranzen und den Ausnahmen. Auch das ist etwas, worüber der Projektfortschritt besser steuerbar ist. Dahinter stecken auch diese ganzen Themen mit Reporting. Welche Art von Reporting mache ich? Auf welchen Ebenen das gemacht wird? Ob ich das regelmäßig mache? Und. Das ist alles Inhalt des Themas Fortschritt von Prinz 2. Wie gesagt, diese Themen beschreiben fachliche Inhalte, fachliches Wissen, was jeder im Projektumfeld benötigt, um erfolgreich an einem Projekt teilzunehmen. Das ist ein logisches Wissen, was jeder Projektmanager benötigt, aber das sind auch Aspekte, die Projektteammanager, auch Teammitwirkende wissen sollten im Projektumfeld und natürlich auch diejenigen, die auf der Lenkungsebene im Projekt mitwirken. Dann haben wir, last but not least, von diesen Element, das sogenannte Prozessmodell. Ich habe das jetzt hier nicht in einem Projekt, es ist ganz grob ein Projektablauf, ich habe jetzt kein Phasenmodell eingezeichnet, aber man kann sich das schon im Rahmen von Start auf der linken Seite, Ende auf der rechten Seite vorstellen. Wir haben zunächst einen Prozess, den nennt man Vorbereiten eines Projektes. Das ist alles das, was vor dem Projekt zu tun ist, um sicherzustellen, dass das Projekt, was wir tun, tatsächlich eine Zielsetzung hat, dass es da einen Grund für gibt und dass wir vor allem einen klar definierten Auftraggeber als auch einen Projektmanager haben. Das Ganze sicherstellen, dass das Projekt auf einigermaßen zuverlässigen Beinen steht, das vor dem eigentlichen offiziellen Start des Projektes zu machen, das wird im Prozess Vorbereiten eines Projektes durchgeführt. Ein Kernelement als Ergebnis dabei ist übrigens das, was man Projektbeschreibung nennt. Also letztendlich beschreibt Ihnen dieser Prozess, wie Sie zu Ihrer Projektbeschreibung sinnhaftigerweise kommen. Dann haben wir im Projekt von Anfang bis zum Ende ja einen
in der Regel Lenkungsausschuss, einen Auftraggeber, einen Hauptentscheider, ein Hauptentscheidungsgremium. Und die müssen natürlich auch Dinge machen, wie Startschuss geben, Entscheidung für die nächste und auch auf Eskalation zu reagieren. Das wird mit dem Prozess Lenken eines Projekts beschrieben. Das Initiieren eines Projektes, wenn wir dann mal das Projekt tatsächlich gestartet haben, beschreibt, wie ich mein Projekt dann im Detail plane, wie ich Regeln für mein Projekt aufsetze, was letztendlich zu Beginn eines Projektes zentral zu tun ist, um es in die richtige Richtung auch zu bringen. Es ist dann die Aktivität im Projekt, das ich im Detail plane. Eine Detailplanung kann ich oder werde ich in den wenigsten Fällen vor dem Projekt machen, weil ich da kein Projektbudget habe. Aber auch Planung ist ein Bestandteil des Projektes, was vom Projektbudget auch mitfinanziert sein sollte. Deshalb wird man eine Detailplanung, eine verlässliche Planung, auch erst am Anfang des Projektes im Projekt machen. Wenn ein Projekt dann einmal geplant ist, ist es in Phasen eingeteilt. In den Phasen sind Arbeiten beschrieben, also zunächst Produkte, dafür Aktivitäten beschrieben und diese müssen dann beauftragt werden. Ganz, ganz simples Vorgehen, was passiert sozusagen auch im Tagesgeschäft eines Projektmanagers. Er schnürt Arbeitspakete, delegiert diese Arbeitspakete an seine Teams und die Teams müssen sie ausführen. Das ist in diesem Konzept Steuern einer Phase, Managen der Produktlieferung im Detail beschrieben. Steuern einer Phase kümmert sich darum, aus Sicht des Projektmanagers die Arbeit zu definieren, zuzuweisen. Managen der Produktlieferung kümmert sich darum, die Arbeit entgegenzunehmen, auszuführen und wieder abzuliefern. Zum Steuern einer Phase gehört das ganze Thema Reporting dazu. Zum Steuern einer Phase gehört es dazu, sich um Abweichungen zu kümmern. Es geht darum, sich um Risiken zu kümmern. Also alles das, was noch diese typischen tagtäglichen Arbeiten dann eines Projektmanagers im Projekt sind. Etwas Besonderes, was wir hier haben, nennt sich Managen eines Phasenübergangs, weil wir von der Philosophie ausgehen, dass ein Projekt idealerweise in Phasen einzuteilen ist, weil Phasen die Möglichkeit geben, ein Projekt überschaubarer, greifbarer und besser planbarer zu machen. Das heißt also, eine Phase wird erst dann final abgenommen zum Beginn einer entsprechenden Phase. Sprich, sie muss am Ende der vorherigen Phase auch noch einmal final geplant werden. Das heißt nicht, dass man erst so spät die ganzen Details plant. Natürlich hat man vorher Planentwürfe, aber das letztendliche Festlegen von Ressourcen, das letztendliche Beschreiben der wirklichen Schritte wird man dann festlegen, bevor man damit startet. Das wird man sich dann auch erst von seinem Entscheider genehmigen lassen. Also man schafft damit Phasenpläne, die ein abgeschlossenes Stück des Projektes jeweils adressieren. Und ein Projekt muss natürlich am Ende des Tages auch sauber abgeschlossen werden. Ein zweiter Abschlussprozess, der dafür sorgt, dass ein Projekt das Produkt sauber in den Betrieb überführt, eine Produktübergabe, eine Projektbewertung stattfindet. Das ist letztendlich auch der häufig nicht angewandte Formalismus am Ende eines Projektes ein wenig gewahrt wird. Sprich auch, das Team entlastet wird und eine Bewertung des Projektes durchgeführt wird. Auch wenn man sagt, okay, das ist ein Formalismus am Ende des Tages, im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungszyklus kann man nur so lernen und insgesamt in seinen Projekten besser werden. Und auch alles das steht beim Abschließen eines Projektes. Das ist das Prozessmodell von PRINZ 2. Wenn man da mal einen Blick drauf wirft, kann man eines erkennen. Ich habe jetzt mal ganz bewusst die Produktlieferung davon getrennt. Alles das, was oben steht, hat so dieses übergeordnete, koordinative Planung, Entscheidung, übergeordnet, Komplexität abzubilden. Das ist letztendlich das, wo wirklich die Stärke von PRINZ 2 liegt. Das ganzheitliche Steuern des Projektes, das Schaffen des ganzheitlichen Rahmens, die Komplexität abzubilden. Wir haben dann aber auch noch den unteren Bereich, das Managen der Produktlieferung, wo, wie ich vorhin schon mal sagte, PRINZ 2 wenig beschreibt, sehr rudimentär auch nur den Ablauf beschreibt, was aber für eine allgemeine Methodik relativ nachvollziehbar und logisch ist, denn jedes Projekt ist unterschiedlich und in jedem Projekt wird im Zweifelsfall in der Entwicklung anders vorgegangen. Vielleicht werde ich nach dem klassischen Wasserfallkonzept arbeiten müssen im Projekt, dann auch die Entwicklung entsprechend dann anzupassen. Vielleicht habe ich ganz klar definierte Zeitintervalle, in denen ich etwas liefern möchte, dann arbeite ich agil. Aber genau das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark herausgestellt, dass gerade auf dieser Umsetzungsebene
agil gearbeitet wird. Und genau das ist der Fokus, wo ich jetzt dann auch noch zum zweiten Teil eigentlich hinaus möchte, ist letztendlich das, was Prince 2 Agil, das neue Produkt Prince 2 Agile anbietet, dass es beschreibt, wie mit diesen agilen Frameworks letztendlich die Produktlieferung umgesetzt werden kann, aber auch nicht nur die Produktlieferung umgesetzt werden kann, Entschuldigung, sondern auch dafür gesorgt werden kann, dass typische Aspekte aus dem agilen Umfeld auf der oberen Ebene mit im Projekt Einfluss halten können. Wie gesagt, bis dahin haben wir mal eine Beschreibung. Das ist der klassische Ansatz von Prince 2, das so zu beschreiben. Das passt wunderbar, um jede Art von Projekt ganzheitlich erstmal zu steuern. So. Gehen wir weiter in das Thema Prince 2 aus agiler Sicht zu betrachten. Im agilen Umfeld ist dann in der Regel erstmal ein Aspekt voneinander zu trennen. Klassisch versus agil ist in der Regel die Betrachtung zwischen Wasserfall-Vorgehensweise und der sogenannten agilen Vorgehensweise, die aus iterativen und inkrementellen Entwicklungsschritten besteht. Was ist der Unterschied dabei? Beim Wasserfallmodell werde ich in der Regel etwas entwickeln und erst am Ende in den Betrieb überführen. Das ist bei größeren Entwicklungen, also welchen Flugzeugbau, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als es erstmal fertig zu entwickeln. Während ich aber gerade im Softwareentwicklungsumfeld, gerade wenn ich auch eine Lösung für ein Unternehmen intern entwickle, in dem unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden, kann ich mit einem inkrementellen Vorgehen arbeiten. Das heißt letztendlich, ich werde sukzessive bestimmte Bereiche nacheinander mit Funktionalitäten versorgen. Das heißt, ich werde nicht erstmal alles machen und am Ende des Tages über den Zaun werfen, in Anführungszeichen, sondern ich werde sukzessive mit dem Kunden zusammen identifizieren, was notwendig ist, für einen bestimmten Bereich etwas entwickeln und das auch zur Verfügung stellen und auf dieser Basis den nächsten Schritt dann gehen. Das ist so der Grundgedanke des inkrementellen Vorgehens und das ist das, was so ein Hauptfokus hinter Agile ist. Hinter Agile steht dann auch noch der Fokus, dass das natürlich innerhalb von ganz klar definierten Zeitintervallen zu passieren hat. Das ist so ein, Entschuldigung, Grundgedanke vor allem. Um was geht es jetzt, diesen Gedanken von Prince 2 Agile? Es geht nicht um das einfach nur Dranflanschen von agilen Frameworks auf der untersten Ebene. Hier ist ein schöner Kuchen, das ist übrigens eine Originalgrafik aus der Prince 2 Agile Literatur. Es soll eine Torte darstellen, wo wir unterschiedliche Ebenen haben und diese unterschiedlichen Ebenen werden zusammengehalten mit hier Sahne soll es sein. Also es geht um das nicht aufeinanderlegen nur, sondern es geht insgesamt um das Verweben der beiden Philosophien miteinander. Das, was sozusagen die Produktumsetzung nicht in Prince 2 beschreibt, beschreibt natürlich klassischerweise das agile Umfeld. Aber das, was das agile Umfeld beschreibt, dazu gehören auch gewisse Werte, Philosophien, können auf der übergeordneten Ebene für ein, ich sage es mal ganz bewusst, einfacheres Arbeiten in einem Projekt auch herangezogen werden, für ein eher kundennahes Arbeiten herangezogen werden. Während der Prince 2 Agile-Gedanke natürlich ein übergeordnetes Gerüst, ein Governance-Framework für ein doch eher komplexeres Abbilden von unterschiedlichen Produkten im Projekt auf dieses Agile draufsetzen möchte, wobei dann jedes Produkt im agilen Umfeld für sich selbst steht und in seiner agilen Philosophie entwickelt werden kann. Prince 2 möchte das darüber auch zusammenbringen. Das ist so der Grundgedanke, dieses Blendings, wie man es im Englischen nennt. Man muss es mit Verweben an der Stelle übersetzen. Wie ist jetzt Prince 2 Agile an sich nochmal aufgebaut? Im Kern sieht man auch, das sind die englischen Begrifflichkeiten nochmal, Principles, Themes, Processes und dieses Project Environment, das sind diese vier Grundelemente, wie wir sie aus Prince 2 bisher kennen. Man bringt jetzt noch bestimmte Aspekte hinzu. Wir haben sogenannte Behaviors, Werte zu Deutsch, wir haben agile Frameworks, Focus Areas, Techniken und entsprechende Konzepte. Dazu auf den folgenden Seiten etwas. Das sind, so wie wir es bei Prince 2 kennen, wir haben jetzt vier Grundelemente bei Prince 2 gehabt, schafft man letztendlich drumherum oder in Addition, in die Kombination noch fünf weitere Aspekte dazu. Das sind allen voran sogenannte Behaviors, zu Deutsch Werte, Wertesysteme, die im Agilen gearbeitet werden.
Dazu gehören solche Aspekte wie Transparenz, Informationen zur Verfügung zu stellen. Informationen dann auch jedem greifbar zur Verfügung zu stellen, also viel mit Visualisierungen zu arbeiten, Teamräume in der Entwicklung darzustellen, dort das Reporting in Anführungszeichen weniger formell machen zu müssen auch, und wenn ich Informationen transparent irgendwo darstelle, können die Informationen einfach auch nur bezogen werden, ohne dass ich in einen formellen auch Reporting-Zyklus geben muss auf der Umsetzungsebene. Themen wie, nehmen wir unten links erstmal die Self-Organization, dass Teams mit einer Aufgabe betraut werden und die Teams sich selber zu organisieren haben. In der Selbstorganisation gehört aber auch ein Aspekt dazu, im Englischen spricht man vom sogenannten Empowerment, dass natürlich dieses Team auch eine gewisse Ermächtigung hat, was tun zu dürfen. Im agilen Umfeld ist eine Philosophie auch die, dass die Anforderung nicht bis auf die nächste Nachkommastelle im Detail beschrieben ist, sondern dass wir von einer generellen Anforderung uns mit einer sehr nahen Zusammenarbeit mit dem Kunden erst in der Entwicklung auf die Detailfeatures einigen werden. Also eine wichtige Grundgedanke ist dabei, dass dann auch jemand von der Kundenseite mit in solchen Teams dabei ist und in der Selbstorganisation dann zu den eigentlich richtigen Inhalten selber sich ausrichtet. Collaboration. Da ist ein Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe, mit dabei. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit des Teams, eine wirkliche Teamstruktur zu haben. Und in dem Team auch einen Kunden, einen Vertreter des Kunden mit zu integrieren. Warum? Für diejenigen, die Scrum kennen, warum funktioniert der Scrum-Prozess so gut? Weil ich einen Product Owner habe, einen Produktverantwortlichen, der dort jederzeit mitwirkt, herangezogen werden kann. Und warum können in kurzen Abständen dort tatsächlich brauchbare Dinge erzeugt werden? Weil man gemeinsam die Sachen auch zeitnah durchspricht und in die richtige Richtung auch kleine Veränderungen direkt entscheiden kann. Das brauche ich. Ich brauche diese Zusammenarbeit, wenn ich ein klares zeitliches Ziel auch zu verfolgen habe. Wir haben die sogenannte Rich Communication, umfassende Kommunikation, also viel miteinander zu sprechen, Informationen bereitzustellen und den Wert Exploration im Sinne auch von Erforschen, Ausprobieren im agilen Umfeld wird sehr früh auch mit Prototypen gearbeitet, Dinge überhaupt erstmal auszutesten, um zu sehen, ob es das Richtige ist. Wenn ich eng mit dem Kunden zusammenarbeite, wenn ich mir ganz klare Fristen setze, bestimmte Ergebnisse zu liefern, kann ich das auch bewerten und aus dieser Bewertung heraus sehen, ob es das Richtige ist und mich im Zweifelsfall anpassen. Das sind solche Werte aus dem agilen Umfeld heraus. Agile Framework, die in Prinzip Agile einen Einflussfaktor haben. Ich hatte hier jetzt ein paar Mal abgebildet. Viel davon kommt aus dem Softwareentwicklungsumfeld. Extreme Programming beispielsweise, Feature-Driven Development und DSDM, für diejenigen, die sich vielleicht mal mit Agile PM auch auseinandergesetzt haben, ein Produkt, was wir bis letztes Jahr auch im Portfolio hatten, ist ein britisches agiles Projektmanagement-Vorgehensmodell. Im Prinzip Agile findet man da tatsächlich auch Anleihen dazu bei bestimmten Konzepten. Worauf im Prinzip Agile tatsächlich der Fokus gelegt wurde in der Kombination zu Prinzip Scrum für die Abbildung des Entwicklungsprozesses, Kanban für die Steuerung der Arbeitsabläufe, dahinter steckt ja dieses Konzept, Arbeit zu begrenzen, eine entsprechende Auslastung auch hinzubekommen und Lean Startup als eine Philosophie des frühestmöglichen Ausprobierens von Ideen auf dem Markt und zu erkennen, ob man in die richtige Richtung geht. Das kann ich als eine grundsätzliche Philosophie auf mein komplettes Projekt auch nach oben transportieren. Ob denn das, was ich hier vorhabe, tatsächlich auf dem Markt eine Chance hat, genau das über Lean Startup in der Philosophie zu bewerten. Diese Frameworks hat man adressiert und beschreibt sie übrigens in ihrer Vollständigkeit auch innerhalb von Prinzip Agile. Also für diejenigen, die sich mit Prinzip Agile auseinandersetzen möchten, beispielsweise auch ein Training dazu machen möchten, haben die Chance, genau diese Themen detaillierter im Training auch kennenzulernen. Ja, Konzepte, Techniken hatte ich ja vorhin auf der Übersicht einmal dargestellt. Was versteht man darunter? Konzepte kann man so ganz grob als agile Vorgehensmodelle bezeichnen. Priorisieren. Ein Grundgedanke, der dahinter steckt, hinter dem Agilen, ist, in einer klar definierten Zeit etwas zu liefern. Wenn ich Zeit begrenze, muss ich woanders
ja, nachsteuern. Das ist dort dann auf der Ebene der Anforderungen. Die Anforderungen müssen dann aber priorisiert sein, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Dinge, die weniger wichtig sind, dann auch bewusst weglassen zu können. Dieses iterative und inkrementelle Arbeiten, also in Stückchen immer etwas liefern, ein ganzheitliches Endprodukt auch in zuvor nutzbaren Einzelelementen nacheinander erst aufzubauen. Der Grundgedanke, nicht alles liefern zu müssen, das ist eine Philosophie, mit der muss man sich auch erstmal anfreunden. Da muss man sich vor allem, gerade wenn man in einer Kundenlieferantensituation sitzt, sich anfreunden, wenn der Lieferant sagt, wir arbeiten agil und wir können am Ende des Tages für den Preis doch nicht alles liefern. Ja, Projekte haben Unsicherheiten, Projekte haben Dinge, die neue Dinge, die entwickelt werden, wo ich nicht hundertprozentig vorhersagen kann, ob es so klappen wird. Deshalb priorisieren und zu erkennen, dass ich auf jeden Fall das Wichtigste liefern kann. Das steckt hinter diesem Grundgedanken. Und wenn ich priorisiere und abgrenzen kann zwischen dem, was wichtig ist und weniger wichtig ist, dann liefere ich eben nicht alles. Das ist ein Konzept. Dieses zeitlich fokussiert zu arbeiten, fristgerecht zu arbeiten, fristgerecht heißt wirklich zu einem fixen Zeitpunkt auch was abzuliefern. Termintreue, Begrenzen der Arbeit, maximale Arbeitskapazitäten zu haben, diese entsprechend zu steuern, die Teams sich selber steuern zu lassen, das steckt alles hinter Kanban beispielsweise. Techniken, das sind dann detaillierte Methoden, die diese Vorgehensmodelle unterstützen. Timeboxing im Scrum-Umfeld spricht man da ja von den sogenannten Sprints. Moskau zur Priorisierung, für die Abkürzung, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, steht für Must-Haves, Should-Haves, Could-Haves und Would-Like-Have in Future or Won't-Have for Now. Das ist letztendlich die Abgrenzung im Sinne der Wichtigkeit, Prioritäten. Und das W steht ganz einfach erstmal für die Dinge, die zunächst gar nicht notwendig sind, also eine ganz klare Abgrenzung zu schaffen. Zur Erfassung von Anforderungen User Stories beispielsweise zu nutzen. Das ist eine Form, wie ich Anforderungen dokumentieren kann und das nicht nur im Sinne der Arbeitspakete auf Detailebene, sondern auch in der grundsätzlichen Anforderung für ein Projekt. Also schon an solchen Aspekten kann man erkennen, dass es nicht einzig und allein für die Umsetzungsebene gedacht ist, sondern bis hin auf die ganzheitliche Projektsteuerungsebene abfärben kann. Burncharts sind Darstellungen, wie ich meine verbleibende Arbeit transparent visuell abbilden kann. Und das auch als eine Art von Fortschrittsdarstellung auf der einen Seite und auch Berichterstattung und Kontrolle auf der anderen Seite sehen kann. Genau, das sind die sogenannten agilen Konzepte und agile Techniken. Dann, ähnlich wie wir es auch beim klassischen Schritt-2-Ansatz haben, wir auch Themenbereiche. Man nennt das hier Schwerpunktbereich. Gerade wenn wir im agilen Umfeld tätig sind, gibt es Schwerpunktbereiche, die dort anders eine Rolle spielen als im klassischen Projektumfeld. Hier werden 5 Schwerpunktbereiche definiert. Wie gehe ich mit Anforderungen, Requirements, über User Stories zu arbeiten? Beispielsweise, wie schätze ich Requirements? Realistisches Schätzen, in Teams schätze, Planungsdruck und. Das sind alles Themen, die hier im Detail tatsächlich erklärt werden. Rich Communication. Kommunikation wird im agilen Arbeiten einer sehr, sehr hohen Stellenwert zugeordnet. Dass das geschriebene Wort zwar wichtig ist, aber das gesprochene Wort mehr transportieren kann. Viel mit Workshops untereinander im Sinne der Kommunikation, im Sinne auch der Zusammenarbeit, Kollaboration zu arbeiten. Das steckt hinter dem Schwerpunkt bei Rich Communication. Das Thema Frequent Releases. Der Grundgedanke hinter dem Agilen ist ja auch sehr häufig etwas zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite, um sukzessive schon einen Nutzen herzustellen, auf der anderen Seite und im Zweifelsfall auch besser abschätzen zu können, gehen wir denn in die richtige Richtung, um auch bewerten zu können, Review-Zyklen einbauen zu können. Und ein weiterer Bereich, der hier genannt wurde, Creating Contracts and Using Agile, das ist nämlich tatsächlich eine Herausforderung, wenn ich mit entsprechenden Verträgen zwischen Kunden und Dienstleistern agil arbeite, weil agil ja eine Flexibilität in dem hat, was tatsächlich geliefert wird. Und das ist im Rahmen der Gestaltung von Verträgen teilweise nicht so ganz einfach zu sehen. Und als 5. Element wird hier im Prinzip für Agile ein sogenanntes Agilometer zur Verfügung gestellt. Und zwar, es ist eine Art Risikobewertungstool, mit dem man eine Möglichkeit hat, sein agiles Arbeiten jederzeit im Projekt einzuschätzen. Also sprich, es ist ein System, mit dem ich bewerten kann, ob es denn
funktioniert agil im Projekt zu arbeiten oder nicht, wo kann es Stolpersteine geben, sich immer zu hinterfragen und zu schauen, wo könnte ich denn tatsächlich auch noch im Projekt versuchen, ein wenig zu drehen, beziehungsweise auch um zu Beginn des Projektes mir eine Sicherheit zu geben, ob es denn überhaupt Sinn macht, mit agilen Vorgehensweisen innerhalb meines Projektes zu arbeiten. Wenn ich nämlich von vornherein weiß, dass mein Kunde in keinster Weise flexibel ist und sich nicht zutraut, beziehungsweise in keinster Weise verhandlungsbereit ist bezogen auf der Priorisierung von Anforderungen, dann macht es auch keinen Sinn, agil zu arbeiten. Das möchte man mit diesem Agilometer unterstützen. Ja, das jetzt insgesamt mal als eine Betrachtung des agilen Ansatzes, der über PRINCE2 Agile beschrieben wird. Alles das, was dort beschrieben ist, übrigens in PRINCE2 Agile, ist nichts, was man neu erfunden hat. Das sind agile Konzepte, das sind Modelle, das sind Frameworks, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, die seit Jahrzehnten auch in den unterschiedlichsten Bereichen angewandt werden. Und das auch immer wieder in Projekten genutzt wird. Nur in den Projekten passiert das meistens auf der Umsetzungsebene. Und das, wenn ich eine Umsetzungsebene habe, mehrere komplexe Produkte entwickle, die müssen ja dann auch übergeordnet über ein übergeordnetes Projektvorgehensmodell gesteuert werden. Und so ist es letztendlich zu dieser auch Kombination von PRINCE und Agile gekommen. So kommt es auch zu der einen Seite, ich habe PRINCE 2 als das grundsätzliche Vorgehensmodell und habe dann PRINCE 2 Agile als die Beschreibung dessen, wie ich es mit Agile zusammenbringe. Deshalb so als Fazit möchte ich erst nochmal den Kuchen darstellen und ein paar Begrifflichkeiten drumherum bringen. Was wir hoffentlich gesehen haben, PRINCE 2 ist ein gutes Konzept, um einen Governance-Ansatz, ein Gerüst für das Management eines Projektes zur Verfügung zu stellen. Auch einen gewissen Formalismus überhaupt erstmal zu bauen. Die agilen Frameworks haben dann eine Rolle, spielen eine Rolle auf der Umsetzungsebene. Diese steuern aber auch insgesamt eine gewisse Philosophie, gerade des Zusammenarbeitens, der starken Kombination, der Transparenz, der auch mehr möglichen Ermächtigung im Sinne von Entscheidungsgewalt im Projekt hierbei. Daher kann man mit PRINCE 2 Projekte klassisch als auch agil durchführen. Wobei die Frage, was ist wirklich ein klassisches Projekt heutzutage? Denn ich selber bin davon überzeugt, es stellt sich nämlich gar nicht mehr die Frage, ob ich ein Projekt klassisch oder agil mache, sondern es stellt sich heute immer mehr die Frage, wie viel ist denn aus dem Agilen, aus dieser agilen Welt in einem Projekt heute verankerbar? Denn das, was wir jetzt auch schon häufig in Trainings herausgefunden haben, als Feedbacks, gerade wenn wir PRINCE2 Agile trainieren, ist am Ende, eigentlich ist ja genau das so, wie unsere Projekte tatsächlich funktionieren. Weil da die entsprechende Umsetzungsebene mit den auch sehr liebgewonnenen und bekannten Techniken im Detail beschrieben wird. Natürlich, die übergeordnete Steuerung brauche ich, um das Projekt richtig in der Organisation zu verankern. Und daher glaube ich, dass man mit PRINCE 2 als das gesamte Konstrukt ein sehr gutes Vorgehensmodell hat für beide Ebenen, für die agile Ebene, als auch für die übergeordnete Steuerungsebene. Und damit hat man jetzt mittlerweile einen vollständigen Baukasten, der sozusagen das gesamte Projektmanagement abbilden kann. Ja, so viel zu dem inhaltlichen Aspekt. Vielleicht diejenigen, die sich damit etwas näher auch meine Ausbildung auseinandersetzen möchten, wie sehen dort die Ausbildungswege aus? Es gibt bei PRINCE 2 grundsätzlich eine Foundation und einen Practitioner. Foundation 2 oder 3 Tage, offen machen wir in der Regel nur 2 Tage, in-house auf Wunsch auf 3 Tage. Der Practitioner ist immer 3 Tage lang, auch als 5 Tage Kompakttraining durchführbar. Foundation, klassisches erstmal Lernen von Grundlagen, während der Practitioner den Fokus darauf hat, diese Grundlagen anzuwenden, auch anhand einer Fallstudie durchzuexerzieren. In beiden Fällen steht am Ende eine Zertifizierung. Der PRINCE 2 Agile, die PRINCE 2 Agile Ausbildung geht on top auf den Practitioner. So ist die Grundidee des PRINCE 2 Agile gewesen, aber da gibt es aktuell, und da komme ich auf der nächsten Seite zu, eine kleine Aktion, die einen Zwischenschritt davon überflüssig macht. Es gibt auch noch den PRINCE 2 Professional auf der linken Seite, der
schon seit 2011 auch auf dem Markt ist, aber leider nicht den entsprechenden Erfolg vorweisen konnte, dass es sich dort um eine Assessment Center Situation handelt und ja, das bisher auch noch nicht in deutscher Sprache verfügbar war. So, und das ist, wie gesagt, das Qualifizierungsschema dafür. Und was ich kurz ansprechen wollte, dadurch, dass vielfach die Frage aufgekommen war, ob es denn wirklich notwendig ist, den Practitioner machen zu müssen, um Principal Agile kennenzulernen. Weil es gibt viele Leute, die interessieren sich enorm für dieses agile Thema, auch dann die Zertifizierung zu machen, hat man sich dazu entschieden, bis Ende Juni erstmal eine Sonderaktion zu starten, dass Principal Agile nur mit der Foundation machbar ist. Also sprich, dieser Weg, der hier zuvor dargestellt ist, über den Practitioner, fällt erst einmal weg. Das heißt, man kann mit einer Foundation direkt im PRINCE2 Agile machen. Warum hat man den Practitioner zwischendrin gehabt? Es ging um das detaillierte Wissen, gerade auch im Rahmen der Zertifizierung. Ist so eine PRINCE2 Agile Zertifizierung schon auf einem recht hohen Niveau zu finden. Aber wenn man eine relativ frühe PRINCE2, also eine sehr frische PRINCE2 Foundation hat, das gemacht hat, dann kann man auch ohne weiteres, finde ich, auch direkt mit PRINCE2 Agile weitermachen, wenn das Wissen schon noch sehr frisch ist. Ja, wie gesagt, das ist eine Sonderaktion bis Ende Juni, also wer Interesse daran, bitte ganz schnell zugreifen. Danach kann ich nicht sagen, wie es weitergeht. Gut, das sollte es erstmal von meiner Seite gewesen sein, liebe Sandra. Guck mal auf meine Uhr. Also ich bin jetzt bei 54 Minuten, die ich geredet habe. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu spät angestellt, die Uhr. Vielen Dank, lieber Michael, für deine Präsentation. So, kommen wir nun zu den gestellten Fragen. Es sind einige Fragen eingetroffen. Gerne möchte ich mir hieraus zwei herauspicken. Ein Teilnehmer möchte gerne wissen, in welcher Sprache findet das Training zu PRINCE2 Agile statt und in welcher Sprache die Prüfung? Ah ja, da hatte ich, glaube ich, gar nichts zu gesagt. Ich hatte nur bei den PRINCE2 Professional gesagt, dass es den ja in englischer Sprache gibt. Das Training findet in deutscher Sprache statt, zu PRINCE2 Agile. In-house natürlich auf Wunsch auch in englischer Sprache. Die Unterlagen sind zweisprachig gehalten. Also wir haben zu Beginn mit rein englischen Unterlagen gestartet, weil das Handbuch dazu auch nur in englischer Sprache verfügbar ist. Denn in der Prüfung darf man das englische Handbuch verwenden. Oder überhaupt ein Handbuch verwenden bei PRINCE2 Agile. Daher hatten wir uns am Anfang zu rein Englisch entschieden. Dadurch, dass es aber die Prüfung auch direkt seit Beginn letztes Jahr in Deutschland in deutscher Sprache gibt, haben wir uns dazu entschieden, auch im Training eine Zweisprachigkeit aufzubauen, sprich die Unterlagen auf der einen Seite in Englisch zu haben und das, was es in der deutschen Übersetzung dann hat, auch so entsprechend zu transportieren, dass diejenigen, die die Fallstudie, die ja dahinter steckt und alles gerne in deutscher Sprache haben, die Fragestellung der Prüfung auch in deutscher Sprache, auch direkt im Training mit den richtigen deutschen Begrifflichkeiten vorbereitet werden. Ja. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, was ist nach Juni 2016? Was muss ich dann machen, um mich PRINCE2 Agile zu zertifizieren? Ja, nach Juni ist erstmal Juli und da wissen wir leider gerade, wir wissen tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Es wurde, diese Pilotphase gibt es übrigens nur im deutschsprachigen Bereich, nicht in Großbritannien, dort, wo das ganze Thema ja entwickelt wird, sondern es gibt es tatsächlich nur im deutschsprachigen Bereich, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ist eine Pilotphase, um auch an den Ergebnissen der Prüfung herauszufinden, ob es denn tatsächlich sinnvoll ist, diesen Weg direkt nach der Foundation in PRINCE2 Agile zu machen. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass man dabei bleibt, weil ich glaube, das öffnet auf jeden Fall für viel mehr Leute diesen agilen Weg, der ja auch heute immer mehr an Bedeutung gewinnt, immer mehr gewinnen wird und ich glaube, da würde man sich einen Gefallen tun, wenn man das so lässt. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Im Juni wissen wir mehr, muss ich sagen. Ja. So, Sandra. Vielen Dank, Michael. Somit sind wir auch schon am Ende mit unserem heutigen Webinar. Wie anfangs erwähnt, werden Ihre gestellten Fragen im Nachgang von uns bearbeitet und Ihnen per E-Mail zugestellt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Webseite www.surfyou.de.
Wir würden uns freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar begrüßen zu dürfen. Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten erhalten. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Auch von meiner Seite schönes Wochenende. Tschüss.